Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zum Webinar der DZ Bank Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, heute ist Montag, der 3. August, und heute haben wir wieder zu Gast den Sebastian Hoffmann vom Prime Quants. Grüß dich, Sebastian. Hallo Stefano. Ja, schön, dich zu hören. Frisch aus Rosenheim bist du heute Frisch unterwegs. von den schönen Chiemgauer Alpen. Ja, herrlich, herrlich. Ich glaube, es wird mir auch gut gehen jetzt da unten. Kann ich mir ganz gut vorstellen bei dem Wetter, oder? Ich meine, Ja, wenn. geht auch gleich nachher noch, nach unserem Webinar an den schönen Chiemsee. Ach, guck an, ja, erst die Arbeit, dann nochmal das Vergnügen, so soll es sein. Ja, also das ist gut, ne? Da hat man natürlich einen wunderschönen Ausgleich da unten. Ne? Mir schon gefragt, ob du nicht Besseres zu tun hast, als heute Abend hier beim Webinar dabei zu sein. Nein, Spaß. Natürlich brennt der Markt, der ist nach wie vor schön bewegt, ordentlich in Bewegung, gibt natürlich immer wieder gute Chancen, die man ausnutzen kann. Es wird einem nie langweilig. Ich glaube, das ist Genugtuung, genug dieser Markt. Aber wie du schon gesagt hast, man soll natürlich die Freizeit auch nicht vergessen. Insofern, ja, Sebastian, dann lass uns durchaus schnell starten, damit du auch wieder bald in einer Stunde circa dich aufmachen kannst an den Chiemsee. Wie immer die rechtlichen Hinweise, die wir vorne wegschieben wollen, richten uns mit dem Webinar an Selbstentscheider, und wir werden das ein oder andere Mal Hebelprodukte vorstellen. Das rein zu Demonstrationszwecken, wie immer keine Anlageberatung, und berücksichtigen Sie bitte das Totalverlustrisiko bei Knockout-Zertifikaten und bei Optionsscheinen. Ja, Sebastian, ich weiß, du brennst natürlich jetzt schon darauf, die Märkte zu analysieren. Wir haben heute wieder großes Potpourri dabei. Chinesischer Aktienmarkt, Sebastian, wirst du kurz darauf eingehen. Natürlich der DAX, ein Währungspaar und eine Aktie, wenn wir das auch noch schaffen. Können wir Richtig, auch noch richtig. heute. Hast du heute vorbereitet? Ja, dann schieß mal los, Sebastian. Okay, schießen wir los. Gibst du mir die? Ja. Vielleicht erstmal ganz interessant, kurz vorab, einmal schnellen Blick. Der Dow Jones verliert gerade massiv. Oh, was ist da los? Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, -1% jetzt schon fast. Ja. S&P schon unter 2,1. Und der DAX hält sich noch bei 11,4 circa. So, das ist hier, da kann man jetzt auch mal in den Chart sehen. Da wird er gerade eben massiv abverkauft. DAX haben wir heute genau das andere Bild gesehen. Es ging ordentlich rauf, was eigentlich charttechnisch ein gutes Signal ist. Aber das Thema schlechthin ist ja momentan auch immer wieder China. Da werden wir uns mal einmal einen Chart anschauen. Das ist der Shanghai Composite. Wir sehen ihn hier von August 2014 bis zum heutigen Tag. Also wir sehen diese stramme Aufwärtsbewegung und dann diesen scharfen Abverkauf mit dieser kleinen Gegenbewegung, die auch schon wieder runtergekauft wurde. Das Ganze können wir uns auch mal ein bisschen mit Zahlen füttern. Dazu gehen wir mal auf Primecoins Plus. Wir hatten es ja die letzten Male schon vorgestellt, unser kleines Trading-Portal sozusagen. Und hier können wir in dem Bereich Factsheets uns einmal das Factsheet zum Shanghai Composite angucken. Und hier sehen wir, dass die Jahresperformance mittlerweile auf nur noch 12% zusammengeschmolzen ist. Aber immerhin für die letzten 251 Tage steht noch eine ordentliche Performance von 66% zu Buche. Interessant ist aber die Zahlen, dass es hier seit dem Jahreshoch vom 12. 36% zurückging in China. Ja, wie ist das einzuordnen? Es macht momentan so ein bisschen, strahlt es natürlich rüber aufs Frankfurter Parkett, das ist ganz klar. Alle haben da so ein bisschen Angst, es fehlt auch viel Dramaturgie da rein interpretiert. Also es wird auch, naja, ich sag mal so, das wird schon gerade heiß gekocht, der Markt. Und aus charttechnischer Sicht ist es aber noch gar nicht so schlimm. Wenn wir uns das hier mal anschauen, haben wir jetzt zweimal die 200-Tage-Linie getestet. Also wir sind im Shanghai Composite zweimal zurückgefallen auf den Jahresdurchschnitt sozusagen und konnten ihn bislang immer verteidigen. Jetzt geht es wieder ran hier mit dem heutigen Tag, war auch wieder schwächer. Wenn wir da jetzt runtergehen, ja, das könnte dann so ein erstes Signal sein, dass wir da wirklich eine größere Trendwende sehen. Momentan ist es aber nur ein Abverkauf dieser wirklich überhitzten Situation.
Ich weiß nicht, Stefano, wie habt ihr das erlebt bei euch im Handelsraum? Die Auswirkungen aus China, meinst du? Ja, genau. Du, die Auswirkungen aus China waren jetzt nicht wirklich zu spüren, muss ich sagen. Sie haben auch jetzt logischerweise auf den chinesischen Index keine Produkte, aber wenn wir jetzt auf den DAX etc. Da war Griechenland natürlich schon deutlich in eine andere Kiste, ganz klar. Ja, genau, also wir sehen hier in China diesen Abverkauf, wodurch sich so ein Abwärtstrendkanal gebildet hat. In dem sind wir noch. Innerhalb dieses Abwärtstrendkanals haben wir so eine kleine Gegenbewegung ausgebildet. Das könnte man auch als Flagge interpretieren. Wenn der Markt jetzt hier wieder nach oben drehen würde, könnte es hier so eine Flagge geben. Wirklich bullish ist es nicht. Also das muss man schon ganz klar sagen. Aber die Frage ist ja, was passiert da? Kommt da jetzt noch ein großer Crash oder kommt da jetzt noch wirklich was Schlimmes aus China rüber? Ich bin jetzt kein Verfechter davon, hier schwarze Wolken aufzuzeichnen. Also ich denke, das ist alles noch im Rahmen. Also wirklich, wenn man auch bedenkt, ich habe da mal einen Backtest drauf gemacht. Der Shanghai Composite hat in 220 Tagen 150% zugelegt. Das hat der Dow Jones noch nie geschafft in seiner gesamten Historie, nicht seit 1890. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, was da für Bewegung drin war. Und da kommen wir jetzt ein ganzes Stück zurück. Ja, aber auch noch nicht so, dass wir hier sagen können, das ist eine Trendwende. Also Vor ein allen gesunder Dingen, Cash. Quasi ein. ja, es ist schon, also die Zahlen, die da natürlich im Umlauf sind, sind natürlich dramatisch. Das ist schon ganz klar. Also das ist 150% rauf, 30% runter in wenigen Tagen. Das ist natürlich kein Pappenstiel. Das möchte ich auch nicht sagen. Also das darf man natürlich auch nicht ignorieren. Das ist völlig klar. Aber man soll auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das bei solchen Performance-Aufschlägen bringt das ja jetzt auch nichts, hier den nächsten Crash herbeizureden sozusagen. Ja. Also immer noch deutlich oberhalb der Januarstände diesen Jahres. Ja. Ja, interessant ist jetzt vor allen Dingen, wenn wir uns das Volumenhistogramm dahinter angucken, also das Volumen, das hinter diesen Kursbewegungen steckt, da sehen wir hier eine starke Unterstützung knapp unterhalb der 200-Tage-Linie bei 3.300. Und das ist für mich jetzt eigentlich so der Bereich, den ich im Auge habe. Wenn es da drunter geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir im schlimmsten Fall hier nochmal durch dieses Volumendefizit hindurchrutschen und einen Test von 2.400 Punkten haben. Also dann würde nochmal wirklich diese Abwärtsstrecke, die wir hier oben schon hatten, quasi nochmal angetragen werden an dieses Ausbruchsniveau. Aber ansonsten könnte er hier auch wirklich wieder nach oben abprallen. Also diese 3.300 sind für mich jetzt die Schwelle, die jetzt unterscheidet zwischen, okay, das wird jetzt noch eine ganze Ecke schlimmer oder das Gröbste ist auch schon überstanden. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz erklären, das Volumenhistogramm? Ich weiß ja, du bist ja ein großer Freund davon. Ich erwähne es auch immer wieder gerne, dank deines Hinweises für den einen oder anderen, der jetzt neu dazugekommen ist, beim letzten Mal von dir noch nicht dabei war. Ja, die meisten Leute kennen ja, wie das Volumen hier auf der Zeitachse angetragen wird. Dann hätte man hier so diese Ausschläge pro Tag und dann passiert im Endeffekt passiert hier, dass es hier an dieser Preisachse angezeichnet wird und dann aufsummiert wird über den Zeitraum, den man einstellt. Und wir sehen hier jetzt die letzten 5 Jahre im Shanghai Composite. Und dadurch kann man halt sehen, wie viel Interesse ist auf dem jeweiligen Level. Und da sehen wir schon, dass hier relativ wenig Interesse knapp bei 3.450 ist. Das ist so ein sogenanntes Volumendefizit. Da sind immer schnelle Bewegungen zu erwarten. Das werden wir nachher im DAX noch genauer sehen. Und überall, wo so starke Volumenausschläge sind, da war viel Bewegung drin im Markt. Und wo viel Bewegung ist, da liegen die Einstiegskurse. Und wo die Einstiegskurse liegen, das ist immer interessant für die Leute. Und wo die Einstiegskurse liegen, liegen hier natürlich auch viele Stops, weil natürlich viele Marktteilnehmer nach dem Motto agieren, jetzt mal Break-Even-Stop platzieren, Risiko rausnehmen, schauen, was geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn sich das jetzt Ganze noch zuspitzt, dass wir das einmal abfischen, diesen Bereich alle, die auf diesem Niveau gekauft haben. Okay. Aber ich erwarte es erstmal nicht, weil die normale ist die erste Reaktion, dass man daran an einer solchen Unterstützung nach oben abprallt. Das Gut. bringt uns dann eigentlich auch schon zum DAX. Ja. Also wir haben jetzt gesehen, also ich baue das so ein bisschen auf, diese DAX-Analyse. Also Shanghai, ja, es kann schlimm werden, also als Fazit, um das als Zwischenfazit mal kurz festzuhalten. Aber momentan haben wir da noch ein paar Unterstützungen, also es macht noch keinen Sinn jetzt hier wirklich, für Dramaturgie macht es noch keinen Sinn. Und das unter diesem Hintergrund müssen wir uns jetzt einmal den DAX anschauen. Da schauen wir zunächst einmal auf das große Bild, also auf den Monatschart. Im DAX, da sehen wir natürlich hier diesen Ausbruch, den wir hatten
im Jahr 2013 hatten wir diesen großen Ausbruch, dieses große Kaufsignal über die alten Tops, womit im Endeffekt Ziele freigesetzt wurden in der Reihenfolge 11.177, dann wieder 12.700er Bereich und dann die 14.080, die wir noch beide hier offen haben, diese letzten Punkte. Wir befinden uns hier in einem intakten Aufwärtstrendkanal im Monatschart, sind hier aber einmal an die obere Begrenzung rangelaufen. Das war zu viel, das wurde wieder abverkauft und konsolidieren jetzt im Endeffekt diesen Ausbruchsversuch hier nach oben. Jetzt wechseln wir einmal auf den Tageschart. Da sehen wir Folgendes. Ich mache mal das Fadenkreuz aus. Wir sehen hier den Verlauf seit Herbst 2014, also seit Herbst letzten Jahres. Und da hat sich im Endeffekt so ein Trendkanal herausgebildet, den wir hier verlassen haben. Im Juni haben wir diesen Trendkanal verlassen und haben konsolidiert fast bis zur 200-Tage-Linie, sind kurz vorher wieder hochgedreht. Das hier, dieser graue Balken, definiert übrigens den Zeitpunkt, ab dem die EZB mit dem Anleihekaufprogramm gestartet ist. Also wir sehen, dass wir jetzt dieses Niveau ungefähr, ja, wir sind knapp drunter, unter diesem Bereich. Also noch hat vom Markt her, es wurde viel vorher schon eingepreist, das war ja schon länger bekannt, dass Draghi zur Geldkanone greifen wird. Das hat der Markt natürlich hier mit diesem Anstieg vorher schon eingepreist und im Endeffekt geht der seitdem nicht mehr viel. Entscheidend ist aber, dass wir in dieser Konsolidierung, ich mache auch nochmal hier das Fadenkreuz einmal aus, dass wir in dieser Konsolidierung hier einen Abwärtstrendkanal herausgebildet haben. Aus dem sind wir ausgebrochen, nachdem die Meldung kam, dass in Griechenland, dass es doch ein drittes Hilfspaket wahrscheinlich geben wird oder zumindest die Verhandlungen darüber gestartet werden. Da hatten wir diesen starken Anstieg mit insgesamt drei Gaps, also einem Ausbruchsgap, einem Fortsetzungsgap und hier einem Erschöpfungsgap. Und haben dann von nach diesem Ausbruch diesen Rebound gesehen, dieses Pullback auf die obere Begrenzungslinie. Und das ist eigentlich schon sehr bullisch. Also es ist so ein klassisches Ausbruchsszenario. Hier kommt das Kaufsignal, dann nochmal das Pullback und jetzt nach oben. Und entscheidend wird jetzt hier sein, auch hier holen wir uns jetzt noch einmal das Histogramm dazu. Und dann sehen wir hier, dass wir heute genau hier an so einen Widerstand herangelaufen ist. Der liegt genau zwischen 11.372 und 11.446 Punkten. Und wenn wir darüber gehen, dann sehe ich schon noch Potenzial für einen Test an diesen Anlauf, an diese obere Begrenzungsgrade aus diesem kleinen Kanal, der sich hier herausgebildet hat, der diese Erholung kennzeichnet. Und das wäre dann so ein Bereich von 11.900, 12.000 Punkten. Aufpassen muss man allerdings, wenn es hier noch einmal runtergeht. Also wenn wir jetzt diesen Anstieg auch wieder abverkaufen, der zum Monatsanfang schon sehr stark war. Wenn wir hier nochmal runterfallen, dann wäre das schon ein Verkaufssignal, das zumindest hier bis zur 200-Tage-Linie reichen sollte. Eventuell sogar nochmal, wie hier auch, auf diese 2014er Januar-Linie. Die kommt aus den alten Sommertops vom letzten Jahr. Auf dieses Niveau würden wir dann zurückfallen. Und wenn das auch keinen Halt bietet, dann wäre sogar die Möglichkeit für einen ganz schnellen Test von 10.000 Punkten. Wir sehen hier, dass kaum Volumen zur Verfügung steht in diesem Bereich, also hier liegen auch keine Einstiegskurse, hier kann man nicht darauf hoffen, dass da nochmal Nachkäufe reinkommen in den Markt, also es könnte echt recht schnell gehen dann nach da unten und deswegen sehe ich hier die Chance für einen Short Trade, wenn wir hier nach unten rausfallen. Ja. Zuletzt, also in den letzten Tagen haben viele Analysten diese kleine Bewegung hier als Flagge gesehen, das ist mit dem heutigen Ausbruch vom Tisch, aber dennoch bleibt diese wichtige Zone. So, Sebastian, du bist gerade nicht zu hören. Okay, jetzt bin ich wieder zu hören. Jetzt bist du da, ja. Okay, alles klar, super. Gut, dass du es gesagt hast. Kurz. Gut, dass du es gesagt hast. Flagge nach oben, das haben wir noch mitbekommen. Genau, also diese Flagge ist jetzt hier vom Tisch, die man hier vor allen Dingen auch im Intraday-Chart schon gesehen hat. Die ist jetzt erstmal vom Tisch mit diesem Ausbruch, den wir heute gesehen haben. Aber wenn es hier drunter geht, dann muss man wirklich aufpassen nochmal. Also dann kann man auch nochmal Putz kaufen. Momentan bin ich aber weiterhin bullish und sehe schon Chancen auf 11.900, 12.000 Punkte, wenn wir da an bei 100er Tageslinie könnte die ein Auffangbecken dann bieten für einen Short Trade?
Das könnte, weil das hier schön passen würde. Also wenn man hier Short geht, dann sollte man den Stop wirklich sehr eng setzen. Also dann auch wirklich knapp hier drüber und sofort auch nachziehen, wenn er hier rangeht in die Richtung 200-Tage-Linie, weil wir hier wirklich auch die Gefahr haben, dass wir dann hier wieder nach oben schon abprallen, hier dann doppelt tief ausbilden. Das wäre ja dieses Niveau, das könnte passen. Ja, hier drunter. Dann würde er nochmal warten, bevor er diese Volumenlücke auffüllt. Aber im Endeffekt darunter wäre ein ganz klares Signal. Dann kommt auch diese Trendgrade, ich kann die nochmal verlängern, die nachher hier unten schönes Stop, eine Doppelunterstützung bilden würde mit diesem Volumenmaximum, das wir hier unten haben. Entscheidend. Hast du noch Fragen? Sonst nicht, dass ich gleich fertig bin und. Nee, das passt schon. Also im Grunde genommen dieses, ich wollte noch mal einhaken, also dieses diese Phase so zwischen 10.700 und 11.000, pardon, und 10.100 Punkten, also die volumensschwache Phase, wo keine, im Grunde genommen keine nennenswerten großen Positionen aufgebaut wurden, das hast du ja gesagt, das kann sehr schnell durchschritten werden, gerade wenn wir die 200-Tageslinie durchbrechen und große Positionen bei 10.100 Punkten notieren dort wieder. Also da könnte es spätestens wieder Käufe geben. Es kommt ja momentan so viel zusammen. Also wir haben auf Ja. eine Art haben wir den Dow Jones, den man im Auge haben muss. Da haben wir die Zinswende, die drohen in den USA, kommt es jetzt im September, kommt es im Dezember. Ich gehe davon aus, dass sie frühestens im Dezember kommt. Dann haben wir natürlich Shanghai, wo immer wieder jeden Morgen, da kann man morgens aufwachen und zack, ist der Markt 5% im Minus oder auch 5% im Plus, weil die Regierung wieder eingreift oder irgendwie interveniert. Dann haben wir immer natürlich Euro-Dollar, das ist für mich das allerwichtigste Kriterium, Euro-Dollar. Wohin geht der Euro? Geht der Euro, sehen wir eine Erholung, wir werden den Euro gleich noch ansprechen. Geht der Euro rauf, dann wird das mit den DAX neuen Tops definitiv nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Geht der Euro aber nochmal ein Stück runter, dann sind wir auch ganz schnell wieder bei 12.000 Punkten. Also es ist momentan wirklich, man muss sehr viele Faktoren berücksichtigen. Dazu kommt ja auch noch, dass wir die Saisonalität spricht ja jetzt gerade nicht für den Markt. Also das ist gerade im Sommer. Will kaum jemand long gehen. Man sieht es ja auch an den Umsätzen. Die Umsätze sind momentan sehr niedrig. Vor allen Dingen für diesen Rücksetzer, den wir auch gesehen haben. Normalerweise ist ja mehr Volumen in einem Rücksetzer drin. Das haben wir jetzt gar nicht gesehen. Und auch wenn wir uns an der Eurex die Kurse angucken, also in den Optionen, da ist auch fast nichts drin. Also das ist wirklich sehr niedrig, was da momentan gehandelt wird. Also wenige Hände machen momentan diesen Markt. Und dementsprechend sind natürlich auch Ausschläge in beide Richtungen ganz schnell möglich. Also die Put-Call-Ratio, die du ja auch auf deinem PrimeQuant Portal hast, die ist jetzt dann demzufolge nicht so aussagekräftig. Da hat so wenig gehandelt. Genau, sie ist im DAX ja sowieso über einen längeren Zeitraum meistens immer, dass die Puts überwiegen. Das liegt einfach daran, dass mehr Puts gebraucht werden für Hedge-Geschäfte, wenn man mit Calls kaum hedgen kann. Aber was so ein Punkt ist, was wir uns dann natürlich auch nochmal anschauen können, ist die Saisonalität. Da können wir nochmal einen Blick drauf werfen. Gehen wir nochmal auf Prime Quants. Also nochmal an alle. Ja, genau, ich will kurz das nochmal erklären für diejenigen, die auch heute das erste Mal bei dir, mit dir dabei sind im Webinar. Genau, wir haben zusammen mit meinem Kollegen, das ist der Sebastian Jonkisch, den sehen Sie hier oben, haben wir PrimeQuants Plus entwickelt. Das ist so eine Trading-Plattform, so eine Analyse-Plattform, wo wir verschiedene Factsheets und Charts zum Download zur Verfügung stellen oder auch unsere Trading-Services, wie beispielsweise den Market Mover. Hier sind wir momentan auf Henkel Long und dann kann man sich hier unten die abgeschlossenen Trades anschauen. Dass die alten Ausgaben durchlesen, also das zu allen Services. Wir hatten bei den letzten beiden Webinaren schon, da hatten die Teilnehmer schon einen Gutschein bekommen für ein Jahr kostenlos. Das werden wir auch heute machen wieder, zum letzten Mal übrigens. Und dann können Sie diese Plattform ein Jahr kostenlos nutzen. Es gibt danach kein Abonnement, Sie tappen keine Abo-Falle, also da braucht man keine Angst haben, das läuft dann automatisch aus und Sie können PrimeQuants Plus ein Jahr kostenlos nutzen. Genau, das hast du ja, das hatten wir letztes Mal schon häufig erwähnt, immer wieder vorgestellt. Das ist sehr interessant, die Seasonal Charts, die Fact Sheets, zum einen Jahrestendenzen, also wirklich eine sehr schöne Sache, die wir hier immer wieder zeigen werden und kombinieren werden mit unseren Analysen, weil es das sehr stark in Richtung technische Analyse einfach geht. Und ja, wenn wir viel über Saisonalitäten sprechen,
Dann können wir die eben immer wieder nur ein Webinar vorstellen, aber mit PrimeCons haben wir einfach jemanden gefunden, der diese Saisonalitäten für uns, also für uns alle im Grunde genommen, für Sie letztendlich dann berechnet und aufzeigt, und Sie können es halt immer wieder sich schnell nochmal anschauen, wie ist die Saisonalität vom DAX, von Einzelwerten etc. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, eine wirklich gute Plattform, die wir hier wirklich nutzen können für unsere Analysen. Und sie ist ja noch nicht fertig, da kommt noch ganz, ganz viel Und in der da nächsten kommt Zeit. ihr entwickelt die immer weiter, sehr schön, sehr gut. Wir haben also zwei spannende Punkte noch. Ich sehe ja, wir sind ja ganz gut in der Zeit. Also zum einen haben wir hier auch unser Handelssystem, das Early Bird. Das ist momentan, das tradet nur den DAX. Da sind wir heute long gegangen, nachdem jetzt das Early Bird Handelssystem macht zwei Trades, immer über den Monatswechsel nach bestimmten Kriterien. Und sobald dann dieser Trade über den Monatswechsel positiv abgeschlossen wurde, dann kommt ein Signal für den ganzen Monat. Und da hatten wir jetzt in diesem Jahr eine schöne Performance und konnten jetzt heute auch wieder einen Trade abschließen mit 10%. Jetzt übernehmen wir waren von Freitag bis heute long. Das war auch wieder, hat wieder getroffen. Es ist erstaunlich, was ich damit nur sagen will. Ich will ja keine Werbung machen. Es ist erstaunlich, wie gut teilweise einfache Strategien funktionieren. Also gerade diese einfachen Sachen, trendfolgend, zum Monatswechsel, gar nicht so kompliziert mit irgendwelchen Optimierungen und angepassten Indikatoren und so weiter. Da bin ich auch kein großer Freund von. Genau, Aber, du hast was ja. gefunden, welches so basiert auf den Early Bird. Aber du hast auch noch andere Handelssysteme. Ne? Ich seh schon jetzt hier Peak-Rendite-Faktor und Trading Services. Also du kombinierst da in dieser Plattform neben der Möglichkeit für jeden Nutzer den Markt zu analysieren, gibst du die Möglichkeit, auch schon vorgefertigte Ideen von euch, also von den PrimeCons-Experten, sich anzuschauen und mitzutreten, wenn man da Interesse dran hat. Ich hoffe, ich bin wieder zu hören. Manchmal haut es mir mein Mikrofon raus. Genau, wir haben zum Thema Saisonalitäten haben wir hier zwei Bereiche. Das ist einmal die Jahrestendenz und das sind einmal die Seasonal Charts. Die Jahrestendenz, das ist das, was Sie eigentlich als Seasonal Chart kennen. Also wenn wir das uns auf den DAX anschauen, das ist dieser typische DAX-Verlauf, wie der DAX normalerweise, also der Durchschnittsverlauf, wie performt der DAX in einem Jahr. Und da sieht man hier natürlich schön diese Schwäche. Juli geht eigentlich seitwärts und dann August, September eher schwächer und dann diese zum Jahresende nochmal diese Jahresabschluss-Rallye, die man hier typischerweise im DAX sehen kann, wenn man die durchschnittliche Performance einfach errechnet. Also wenn man die Performances aller Jahre einfach mittelt. Und basierend auf diesem saisonalen Chart haben wir dann unsere Seasonal Charts berechnet und das ist so eine Forecast-Methode, wo im Endeffekt der DAX-Stand genommen wird und wie würde sich der DAX entwickeln, wenn er sich an diesem Fahrplan der normalen Jahrestendenz hält. Und da würden wir jetzt nochmal so einen Absturz hier bis 10.800, also aus Saisonalitätsgesichtspunkten sehen und dann erst im Oktober diese Rallye nach oben. Also da haben wir das ist das, was ich vorhin meinte, wo die Saisonalität im Sommer, das ist ja auch dieser Spruch, sell in May and go away and remember to come back in September. Das ist genau das, was es meint, also dieses Zurückkommen im September, Ende September wohlgemerkt, und dann diese Abschlussrallye. Ob so du kann? hast ja die auch die 200-Tageslinie mitgetragen. Das würde dann aber auch bedeuten, da wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten stark gestiegen ist, die 200-Tageslinie steigt ja momentan sehr stark an. Also es wird einen kurzen Dip um 200 Punkte vielleicht. 300 Punkte, sowas unter die 200-Tageslinie zumindest mal bringen. Also einen kurzen Genau, Abschluss. also das wäre dann diesen Dip, den könnten wir dann ungefähr im September erwarten, wenn es jetzt so laufen würde nach Ja, den klar. normalen Gegebenheiten, dann hätten wir hier diese 200-Tage-Linie, die darauf weiter berechnet wird, würden wir hier kurz unterschreiten und dann im Endeffekt hätten wir den Trendwechsel erst wieder im Dezember, sehe ich es richtig, genau. Dann, aber der Anstieg erfolgt schon vorher. Also so wäre die Berechnungsweise davon. Ja, diese beiden Varianten bieten wir an. Dann findet man momentan noch hier die Wolkencharts und da kann man sich hier auch den DAX anschauen. Das Ganze wird täglich aktualisiert, also immer auf Tagesschlusskursbasis. Bin ich vorhin noch nicht zugekommen, diesen Chart zu aktualisieren, deswegen sehen wir noch den Freitagskurs. Aber zum Beispiel kann man sich das auch anschauen und hier hat man die Werte dann davon. Und wenn wir hier ausbrechen, hätten wir auch so ein kleines Signal. Hier jetzt eine Widerstandszone im Wolkenchart. Wenn man dieser Analysemethode folgen möchte, wenn man sie anwenden möchte, kann man das hier bei uns sehr, sehr leicht tun.
Kannst du etwas momentan aus den Factsheets lesen, um den Markt nochmal genauer zu analysieren? Vielleicht für den DAX gerade, wo wir dabei sind. Könntest du Factsheets es auch, da habt ihr auch gerne anschauen? alle möglichen Underlyings, Basiswerte. Genau, man sieht dann in den Factsheets immer den Trendchart, also ist er hier über dieser 200-Tage-Linie, dann ist grün markiert, wenn er da drunter ist, dann rot, also wir befinden uns klar im Aufwärtstrend, das sieht man hier sehr schön. Und wir sehen jetzt hier, das ist auch noch vom Freitag, warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert, okay, aber es Sprach ist mich von Freitag. auch gerade, ja, genau, Ja, hier okay. wollte ich es eigentlich, okay, da hatte ich gerade einen Fehler gemacht, ignorieren wir das mal, aber es ist von Freitag jetzt. Zieht zu. Vorführeffekt. Wir sehen schon, dass wir jetzt gut zugelegt haben, also 15%, ja, in diesem Jahr. Das ist ja jetzt auch nicht ohne, obwohl es einem momentan vorkommt, dass da gar nichts mehr geht. Wir hatten natürlich diesen starken Anstieg im ersten Quartal sozusagen. Ja, und davon, das konsolidieren wir jetzt eigentlich einfach nur. Also auch wenn ich mir hier den Chart anschaue, das ist einfach nur eine Gegenbewegung auf diesen starken Rallye-Schub, den wir haben. Und eigentlich ist das im Endeffekt auch gesund, wenn man sich das anschaut. Wir haben Bevor unten. man, sehe ich noch mal ganz kurz, das ist eigentlich auch ganz schön abgetragen. Also im Durchschnitt wahrscheinlich dann der Augustmonat minus 2,1%. Genau, also das errechnet sich für den DAX. Also normalerweise verliert er, also im Schnitt verliert er 2,17% im August. Also August, September sind die beiden schlechtesten Monate, auch von der Trefferquote her. Also Trefferquote bedeutet, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Gewinn, also liegt ein Gewinnmonat vor, also ein positiver Monat. Und das liegt jetzt im August nur bei 51% und im September sogar bei 44%. Das heißt, von allen Beobachten, DAX-Monaten September sind nur 44% positiv gewesen. Erstaunlich, über 78% der Dezember positiv, ne? Also schon ein ordentlicher Wert. Hier sieht man natürlich auch klar, diese Jahresendrallye, die wir oft haben, die drückt sich natürlich hier auch in diesen Zahlen wieder. Und im Endeffekt, also einfach nach Saisonalitätsgesichtspunkten, Short im letzten Quartal ist immer keine gute Empfehlung. Ja. Wir haben dann hier unten Put Call, ich noch. habe auch die Frage vom Helmut, wie du es nutzt. Also wir berechnen die Put-Call-Ratio seit Jahresbeginn und auf 21-Tage-Basis, weil täglich macht sie halt kaum eine Aussage. Meistens ist sie im DAX, wie gesagt, sowieso zugunsten der Puts ausgerichtet. Das kann man immer nur nutzen, wenn da wirklich mal die Calls überwiegen. Dann ist das immer spannend, weil dann kommt meistens ein negativer Tag. Der nachfolgende Tag ist dann meistens negativ, aber das beschreiben wir dann auch in unserem Trading-Service und im DAX-Trading, wo wir den DAX ja sowieso täglich analysieren. Ansonsten kann man hier noch nichts sagen. Also es gilt ab 1,5 ist es überverkauft und unter 0,7 ist es dann überkauft. Ja, das sind so diese beiden Werte, die man bei den Put-Call-Ratios im Auge haben muss. Das heißt, Und wir da sind sollten wir dann. momentan zwischendrin keine wirkliche. Genau, und wenn wir jetzt berücksichtigen, dass sowieso mal ein Überhang auf der Short-Seite ist, dann ist das völlig normal momentan. Also keine Extremer, die da jetzt bei den sogenannten Profis, die ja hauptsächlich an der Eurex agieren, zu sehen ist. Okay, sehr schön, sehr schön. Wir haben dann hier unten noch so einen Trendindikator, der auch diesen langfristigen, diesen Jahrestrend zeigt. Und der ist auch momentan ist ein bisschen zurückgekommen von diesem, im Endeffekt von diesem sehr starken Trendniveau. Aber auch hier sind wir noch im grünen Bereich, also noch nichts von Trendwechsel oder Best zu spüren, sage ich jetzt mal. Ja. Gut, dann wollen wir zurück zum DAX kommen. Wir wollten zum DAX kommen, genau. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, dass der DAX für mich maßgeblich auch an Euro-US-Dollar hängt. Also das ist wirklich entscheidend. Muss mal schnell wieder was laden. Dann switch gerne rum auf den US-Dollar. Ja, super. Genau. Also wir sehen hier den Euro zum US-Dollar, diese starke Abwärtsbewegung von Kursen bei 1,38 runter bis hier unten, kurz vor der Parität kann man schon fast sagen. Wir haben uns ja jetzt hier gefangen mit so einer Art Doppeltief. Das Potenzial ist meiner Ansicht nach auch direkt in dem ersten Schwung ausgenutzt worden, konsolidieren hier weiter. Erstaunlich auch am Freitag, da hatten wir eine starke Gegenbewegung, die sofort wieder runtergekommen ist. Also nach oben fehlt da auch so ein bisschen der Zug. Die 200-Tage-Linie wurde noch nicht wieder getestet. Also ein Trendwechsel steht auch noch nicht bevor. Und jetzt mache ich nochmal einen anderen Chart. Genau, da haben wir noch die Trendlinien. Für mich
bin ich erst bullish Euro-Dollar, wenn wir über diese 1,15 gehen. Also wenn wir wirklich die 200-Tage-Linie überbieten, wenn wir hier über diese Trendgerade ausbrechen und wenn wir diesen alten, diesen starken Abwärtstrend hier auch zurückerobern können, dann würde ich wechseln auf die bullische Seite, aber zumindest meine bärische Haltung zurücknehmen und neutral werden. Aber ich sehe schon Gefahr, dass wenn wir hier runtergehen, dass das noch einmal ein bisschen brenzlicher wird für Euro-Dollar. Also was dann natürlich positiv für den DAX ist. Also umso mehr der Euro verliert gegen den US-Dollar, umso mehr ist das natürlich, ist man natürlich bullish für die Aktienmärkte. Das haben wir auch gesehen im Frühjahr zum Beispiel, als dieser oder im letzten Jahr, als dieser starke Verfall im Euro-US-Dollar kam. Das hat natürlich die Aktienmärkte enorm beflügelt. Ja. Bei aller Charttechnik entscheidend für mich ist im Euro-Dollar einfach der Vorlauf Yen-US-Dollar. Das hatte ich im ersten Webinar schon gezeigt, zum Anfang des Jahres. Das ist wirklich eine richtig spannende Sache, an der man sich eigentlich in der letzten Zeit super gut orientieren konnte. Wir haben hier die rote Linie, das ist der Yen, zum US-Dollar. Und das Ganze ist zeitversetzt, da die Japaner ja wesentlich früher angefangen haben mit dem Kaufen der Anleihe und den Markt zu fluten. Und das kann man schön zeitversetzen und dann so als Vorlaufindikator benutzen. Man sieht hier diese gleichähnliche Abwärtsbewegung, diese Konsolidierungsphase. Und dann, wenn der Prognosecharakter annähernd gleich bleibt, dann könnte man jetzt nochmal erwarten, dass es nochmal nach unten geht. Und das ist natürlich wir hatten vorhin diese Linie hier gesehen, also diese Trendgerade, die ich nur einzeichnen kann. Also das bin ich ähnlich. Also für mich ist es ganz einfache Kiste. Geht der Euro-Dollar hier nochmal drunter unter die 1,8 ungefähr, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal einen ganzen Dip nach unten sehen, wieder so eine quälende Seitwärtsbewegung haben, wo nicht viel passiert und dann vielleicht nochmal einen Schub und dann tatsächlich die Parität nochmal nächstes Jahr hier finden können. Davon würde ich erst abweichen, wenn hier ein klares Signal nach oben kommt und der GD 200 überboten wird und der Euro-Dollar ganz klar signalisiert, ich weiche von dieser Route, die ja jetzt auch schon über ein Jahr von sehr gut funktioniert, ab und führe jetzt sozusagen mein Eigenleben durch. Dann würde ich natürlich sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Aber solange er sich wirklich so genau, sag ich fast, an den Yen-US-Dollar hält, kann man das wirklich schön als Orientierungslinie benutzen. Das heißt, dann könntest du einen schönen Long Trigger für den DAX auch sehen. Bestmöglich dann bei 10,8 im Ein DAX. Short meinst Nee, die andere Seite, Short Euro Dollar, würdest du einen schönen Long Trigger für den DAX sehen können. Ja, genau, richtig. Also das wäre für mich nochmal so ein Signal, also gerade wenn das, also erstens ist es für mich auch, um den DAX einzuschätzen. Man hat ja momentan das Gefühl, es ist kein Potenzial nach oben da. Also das kann ich ja nur wiederholen. Zinswende USA, Turbulenzen in China und Euro-Dollar, da denkt man auch, der ist eigentlich stabil, wenn man nur auf den Chart guckt. Ja, der dümpelt da so um die 1,10 mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Wenn man sich aber das mal anschaut und sich vor Augen führt, okay, das könnte jetzt aber auch nochmal einen Schub abwärts geben im Euro-Dollar. Und das wäre natürlich Potenzial für den DAX. Und wenn man dann nochmal berücksichtigt, okay, China wird vielleicht nicht so schlimm, wie es momentan alle daherrufen, ja, wie es in den Medien vielleicht klingt, dann kann man durchaus eine positive, dem DAX ruhig durchaus eine positive Verfassung attestieren. Und gerade wenn man jetzt nochmal Charttechnik dazu nimmt und sieht, ausgebrochen aus dem Kanal, Kanal-Pullback, mustergültig bestätigt, und wenn er jetzt noch die 11.450 Pi mal Daumen auch noch überbieten kann, dann muss man eigentlich aus technischer Sicht bullish für den DAX sein. Wie würdest du dann, okay, 11.450 hast du gesagt, da wärst du bullish, aber wenn wir eben auch zurückkommen, jetzt die 200-Tageslinie in Reichweite kommt, gerade bei einem schwachen Euro-Dollar würdest du ja auch sagen, okay, das sind die Einstiegskurse. Genau, Buy-on-Dip ist natürlich immer ein Thema. Also die 10.000 kann man natürlich fast schon, also jetzt nicht zu hebelstarke Scheine nehmen, weil dann natürlich, wenn wir auf 10.000 zusteuern, dann geht das schnell, dann sind da auch Übertreibungen möglich. Aber Dann da kann man schon unabhängig wahrscheinlich auch, was Euro-Dollar macht, oder? Kann eigentlich Euro-Dollar den unabhängig Preis davon, was Euro-Dollar beeinflussen? macht. Ja. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir hier einen Euro-Dollar bei 1,20 oder sowas auf kurze Zeit sehen. Also wenn wir überlegen, der Mr. Draghi kauft noch bis September nächsten Jahres. Also das läuft ja alles noch, das vergisst man ja jetzt auch ganz gerne wieder. Zumal, wenn dann tatsächlich noch die Zinswende in den USA kommen sollte, ja, dann muss ja quasi schon der Euro gegenüber dem US-Dollar verlieren. Hm.
Und da kann man ja in so einer Phase, muss dann ja auch im Endeffekt eine Aktie höher bewertet werden. Das ist ja ganz klar, sie muss dann, wenn der Euro verliert gegenüber dem Dollar, muss er mehr kosten sozusagen. Ja. Und das haben wir ja gesehen. Ich meine, wenn man sich viele Charts anschaut auf Dollarbasis, dann ist da nicht viel passiert in letzter Zeit. Da spielt das Thema Griechenland auch wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Allein der Zinsspread, der ist wichtig und der wird im Währungsmarkt gespielt. Und, Ich denke, dass das Thema Griechenland jetzt keine große Rolle mehr spielt. Klar, das kann immer mal wieder aufkommen, wenn man jetzt die Verhandlungen, also man darf ja nicht vergessen, es wurde nur darüber entschieden, dass man die Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket jetzt wieder eröffnet. Also da ist ja noch kein drittes Hilfspaket beschlossen worden. Aber das Signal, die Signalwirkung ist natürlich ganz klar. Das hat man heute Morgen ja auch gesehen. Die griechischen Märkte haben ja wieder eröffnet. Es war deutlich minus 20%, gleich mit dem Geld nach unten. Aber auch dann haben wir schon ein paar Prozentpunkte wieder aufgeholt. Ja. Das muss man jetzt mal schauen. Also ich würde nicht empfehlen, im griechischen Aktienmarkt zu investieren. Also das wäre mir zu heiß. Aber ich denke, dass das Thema Griechenland jetzt für die anderen europäischen Märkte nicht mehr wirklich schlimm wird. Es sei denn, da kommen jetzt wieder Neuwahlen, da gehen jetzt wieder das ganze Theater im Endeffekt von vorne los. Man hat wieder keinen Ansprechpartner. Es wird sich nicht an irgendwelche Regeln gehalten. Das kann natürlich immer mal wieder auf die Tagesordnung kommen, aber die Verwerfung davon halte ich für überschaubar. Schöne Frage jetzt gerade von Christian, die reinkommt. DAX bullish, wenn wir im Euro-Dollar jetzt hier negativ unter die 1,08 tendieren, aber fragt ganz klar und vernünftig, naja gut, aber Saisonalität ist doch jetzt hier klar negativ bis September, warum soll ich jetzt long gehen? Weil die Saisonalität, das muss man ja immer vorsichtig genießen, es ist ja nur eine Durchschnittsberechnung. Und wenn wir jetzt alle, wir dürfen im Sommer nicht vergessen, da ist die Lehman-Krise war im Sommer, dass der Crash 2003 im Endeffekt, das Tief hatten wir auch im Sommer sozusagen, also wir hatten es im Frühjahr, aber wir hatten starke Verluste 2002 und 2001 auch im Sommer. Und wenn wir diese Crash-Jahre, also wirklich diese richtigen Best-Phasen rausnehmen, dann ergibt sich auch für den Sommer ein anderes Bild. Ich kann das gerne mal berechnen und die nächsten Tage bei Prime Bonds Plus, darauf können Sie ja nachher dann auch alle zugreifen, mal zur Verfügung stellen, wie der Seasonal Chart aussehen würde, wenn wir diese Best-Phasen einfach mal rausnehmen, also diese extremen Ausschläge, ja, und nur die normalen Bewegungen berücksichtigen, dann ist das im Sommer nicht mehr ganz so schlimm. Aber auf der sicheren Seite, was heißt auf der sicheren, aber etwas wohler wahrscheinlich würde man sich fühlen mit einem Long Trade, wenn man noch ein paar Wochen abwartet und ich meine, beim Euro-Dollar bewegen wir uns ja auch permanent seitwärts, dann so erst im September praktisch ein Long Trade, je nachdem, wo wir uns befinden. Ne? Also wenn wir eine schöne Chance-Risiko-Verhältnis hier sehen, wahrscheinlich bei 12.000 wird es schwierig mit dem, das wird schwierig mit dem Long Trade nicht mehr, aber das ist das Chance-Risiko-Verhältnis vielleicht ein anderes. Aber so im September hinein, wenn wir uns über der 200-Tageslinie noch befinden und im Euro-Dollar da gerade mal eine Tendenz in Richtung Süden bekommen sollten, das wäre doch natürlich auch eine recht schöne Möglichkeit. Also ich glaube, es ist klar, das Timing ist natürlich auch mal eine sehr, sehr große Frage, aber aus deinem Wort meine ich rausgehört zu haben, dass du jetzt nicht sofort sagst, heute müssen wir long gehen. Nein, 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 definitiv nicht. Aber es ist ja so, es ist ja immer an der Börse immer so, ich muss irgendeine Entscheidung treffen. Irgendeine Entscheidung muss ich immer treffen. Die Entscheidung könnte jetzt sein, okay, hey, ich warte einfach. Ich handle, das bedeutet handeln, ja auch mal warten können, abwarten können, auf gute Situationen warten können. Ich warte und rechne mit einer Buy and Dip Chance. Ich gucke mir das jetzt nicht an, ich genieße das Wetter, gehe raus, fahre zum Chiemsee, lege mich in die Sundowner Bar und schaue mir den Sonnenuntergang an. Das ist ja eine gute Methode, das ist ja auch alles richtig. Nur dann darf man sich natürlich auch nicht wundern und vor allen Dingen nicht verrückt machen lassen, wenn der Markt jetzt direkt nach oben geht. Da muss man auch so stark sein und muss sagen können, okay, dann läuft der Markt jetzt und dann bin ich jetzt nicht dabei. Dann bin ich halt da jetzt bei der Rallye nicht dabei. Das ist sowieso für mich einer der wichtigsten Punkte, dass man im Trading zu sich selbst sagen kann, okay, da bin ich jetzt nicht dabei. Auch wenn dir das als Emittent nicht gefällt. Nein, mir gefällt alles das, wo unsere Kunden erfolgreich sind, weil nur dann haben wir alle lange Spaß zusammen. Denn es bringt natürlich nichts, und was du sagst, vollkommen richtig ist, irgendwelchen Märkten hinterher zu laufen, einen Herdentrieb loszulösen und am besten noch auf dem Hochpunkt zu kaufen. Das davon hat niemand etwas davon. Keine Frage. Also man kann es ja ganz und gar nicht. Ich freue mich immer dann, wenn meine Kunden erfolgreichen Trade haben. Das ist das A und O. Alles andere ist haben wir alle nichts davon.
Man kann es ja auch über den Kapitaleinsatz steuern. Also erstens hätte ich mit diesem Pullback in der Form, also für mich, weil dieser Ausbruch aus diesem Trendkanal im DAX, ich kann das ja nochmal schnell aufrufen, damit wir auch alle sehen, worüber wir reden. Ah, ist bereits geöffnet. Okay, dann muss ich es hier einmal nur schließen. Genau, hier haben wir den DAX. Diesen Ausbruch, den wir hatten, der war schon sehr, sehr stark. Und ich hätte nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so tief nochmal zurückkommt. Wir haben auch schon vorher, sind wir long gegangen mit einer kleinen Position, einem Knockout. Und der hat uns letzte Woche richtig ins Spitzen gebracht, denn der Knockout wurde, ja, 1,8 Punkte haben noch gefehlt. Also 1,8, das war wirklich, da braucht man eine Flasche Doppelherz daneben. Und haben es aber geschafft, also ist der Schein lebt noch, natürlich zu unserer Freude. Aber Ich das ist, glaube, da ich sind habe wir mit, wahrscheinlich. was ich sagen will, da sind wir mit Spielgeld drin. Also da sind 500 Euro in dem Schein drin. Okay, das macht jetzt das Depot nicht platt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und so kann man natürlich agieren. Man muss ja jetzt nicht volle Lotte long gehen, man kann sich ja einen Teil aufheben. Man geht jetzt mal in eine kleine Position rein, wartet natürlich ab, was passiert morgen. Ja. Wirkt sich das nochmal aus, dass der Dow heute schwächer ist? Sieht übrigens gerade so aus. Sieht wieder nach einer Flagge aus. Dann, wenn wir das morgen nochmal bestätigen und wirklich diesen Widerstand hier aus dem Weg räumen, dann kann man eine kleine Long-Position trendfolgend machen. Man hat, die Argumente hat man einfach, dass wir aus diesem Kanal ausgebrochen sind, Pullback gesehen haben und das ist schon sehr trendbestätigend im Endeffekt. Man kann dann aber auch mit einer kleinen Position dabei, macht man nichts falsch. Also grundsätzlich nicht. Macht den Stop hier runter, zieht den danach, wenn er noch ein Stück höher geht, schnell auf Break-Even-Risiko raus, fertig ist die Kiste. Also ein kleines Risiko kann man hier eingehen. Jetzt bei 11.450, wenn wir da hoch tendieren, long ein paar hundert Punkte mitnehmen, auch wenn wir die Saisonalität eher gegen uns haben. Ansonsten, du hattest ein Short Trade in Richtung 11.100, so in dieser Region, wenn wir da runterfallen sollten, ist das korrekt? Genau, also wir könnten, wenn wir hier nochmal runtergehen, wenn wir das abverkaufen, dann könnten wir hier unter dieser alten, im Endeffekt in diesen Trendkanal nochmal reinrutschen. Dann könnte man Short Trade machen, sehr eng, aber wirklich Mit ersten abgesichert. Ziel 200 Tageslinie. Ja, ich bin, also oberste Prio ist für mich momentan niemals gegen die Notenbanken traden. Das ist, klar kann das funktionieren. Wir haben auch schon in den letzten Monaten mal einen Short Trade dazwischen geschoben, aber ich würde nicht auf Teufel komm raus mit großen Positionen hier was auf der Short-Seite aufbauen. Das ist meine Meinung, das würde ich nicht tun, weil einfach dieses Geld da ist und das haben wir so oft in der letzten Zeit gesehen, was hatten wir nicht alles. Wir hatten die Ukraine-Krise auch schon. Da haben auch schon alle gedacht, oh Gott, jetzt dreht der Markt, jetzt kollabiert. Wir hatten dreimal Griechenland und nichts ist passiert im Endeffekt. Also wir sind immer wieder, wurden wir aufgefangen, auch wenn es mal auf einem niedrigeren Niveau war und dann ging es aber wieder ein Stückchen weiter rauf. Also solange auch die Notenbanken kaufen, das tut die EZB immerhin noch bis nächstes Jahr. Bin ich da wirklich vorsichtig? Ohne klare Verkaufssignale, da jetzt irgendwie ohne einen klaren Trendwechsel, wir sind nur über der 200-Tage-Linie, da irgendwas vorwegzunehmen, nur weil es in China jetzt ein bisschen brodelt, okay, ein bisschen stärker brodelt, das ist mir noch zu wenig, das muss ich ganz, ganz, ganz klar sagen. Also eher dieses Thema, ein schönes Chance-Risiko-Profil zu einem Trade, würde man das Thema Buy and Dips bei ca. 11.800 könnte man sich sehr, sehr gut anhören. Das ist die erste Chance, genau, wo man dann, hier muss man halt entscheiden. Das sage ich ja wieder, das sind diese Entscheidungen. Gehe ich hier short, dann mache ich einen engen Stop und fällt er hier runter, ziehe den Stop auf Break-Even und guck mir an, was passiert. Wenn ich sage, ich gehe hier nicht short, ich mache das nicht mit, kann ich darauf spekulieren, okay, der könnte sich hier wieder fangen in diesem Bereich. Ich gehe long und mache einen engen Stop kurz unter der Volumenkante und sage, okay, das reicht, das wird noch nicht aufgefüllt, dieser starke Abverkauf kommt nicht. Gehe also long in diesem Bereich und ziehe auch da den Stop dann, wenn er hochgeht, schnell nach. Und das andere ist, ich warte auf die ganz große Chance und warte darauf, dass er auf 10.000 zurückkommt. Das kann aber noch ein Aber bisschen dauern. das ist auch nicht deine Präferenz. Siehst du momentan nicht. Also momentan sehe ich es noch nicht. Also jetzt hängt für mich jetzt wirklich ganz viel an diesen 11.450 Punkten. Also das muss man schon sagen. Das wird jetzt schon so eine Marschroute sein. Gehen wir da nochmal drüber, haben wir wieder eine starke Unterstützung. Dann haben wir mehrere Unterstützungen, haben wir hier dann zum Beispiel die Trendlinie, die dann auch an Bedeutung gewinnen wird. Da kommt dann schon einiges wieder zusammen. Ja. Und wir haben hier auch die alten Hochs überboten. Das ist auch sehr bullisch. Haben hier jetzt auch wieder ein niedriger, also ein höheres Tief ausgebildet. Eigentlich ist das auch in der Charttechnik bullisch zu sehen. Also
Das ist halt auch, dann macht einem so das Gefühl auch wieder so einen Strich durch die Rechnung. Man denkt, boah, es ist ja alles passt jetzt mir hier nicht so, ja. Und beim Endeffekt sieht der Chart zeigt einem eigentlich ein ganz anderes Bild. Gut, dann würde ich schnell mal was zum DAX und zum Euro-Dollar vorstellen. Rein von der Trading-Seite her, von Trading-Produkten her. Mindestens eine Aktie haben wir auch noch, die wir vorstellen wollen gleich. Du kannst dir währenddessen, lieber Sebastian, schon mal nochmal die Fragen anschauen, ob es da die ein oder andere Frage gibt, die du beantworten möchtest. Möchte immer. Immer doch, genau, sehr schön. Also, wir kennen den DZ Bank 1 Desktop. Sebastian ja seit geraumer Zeit auch schon dabei hier in unserem Stream. Und wir genau, und ich könnte noch ein paar Follower gebrauchen. Ein paar Follower brauchst du? Da bist du bei uns, glaube ich, an der richtigen Stelle. Wie kann man hier rein? Wie geht das nochmal hier? Zuklappen, kommentieren? Nee, ich glaube, ich muss ihn dann, ich kann hier nicht. Doch hier, darüber geht's doch. Na, wieso geht das denn jetzt heute nicht? Man kann doch hier in den Stream klicken und dann hier dich aufrufen. Irgendwie geht das heute nicht. Ja, Discord öffnen, neuen Fenster, jetzt haben wir es. Du bist ja auch da täglich dabei, ne? Genau. Mit deinen Analysen. Naja gut, ich meine, wann hast du angefangen letzten Monat? Ungefähr, ja, jetzt so knapp anderthalb Monate oder so. 93 Follower, das ist schon eine schöne Zahl, also offensichtlich wirst du berücksichtigt hier gelesen, aber na klar, mehr Follower ist natürlich durchaus besser. Guter Hinweis, Sebastian. Nee, schön, vielen Dank, dass du da dich da so rege beteiligst in unserem Desktop und zu deinen Analysen schreibst. Nee, aber schauen wir uns den DAX an und Euro-Dollar auch kurz. Der ist ja natürlich auch sehr stark verbunden, kombiniert. Ich werde jetzt am Anfang gleich mal ganz kurz ein bisschen genauer nochmal drauf eingehen, wie wir diesen Desktop nutzen können, weil wir eine Frage bekommen hatten letzte Woche mit dem Hinweis, mit dem Wunsch, da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, wie wir dieses Tool besser nutzen können, beziehungsweise nutzen können, wie wir uns die Produkte auswählen hier auf Basis dessen. Also, ich meine, Sebastian hat es erzählt, also die 11450 ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man hier long reingeht mit dem Ziel, ich meine 11.900, Sebastian, sowas in diese Richtung, genau. Sicher ausgerufen, aber auch hier, korrigiere mich, aber eher schon ein engerer Stop. Richtig. Den da gar nicht so weit wegzusetzen, sondern lieber eng, das kann man durchaus mit einem Turbo-Zertifikat machen, das ist ein ganz, ganz klarer Trade. Recht enger Stop, vielleicht in Richtung 11.300, sowas in etwa, 11.450 Long rein mit Ziel 11.900. Das führt uns zu was genau in dem Produktauswahl-Tool hier unten. Ich zeige es hier nochmal, 11.300 setze ich das, den Stop-Loss für diesen Trade. Ich bin ja immer ein ganz großer Verfechter davon, für diejenigen, die jetzt, sich das nochmal genauer angucken wollen, den Knockout sehr nah an dem Stop-Loss zu wählen, um diese Gap-Risiken so gut wie ja, zu minimieren bzw. auszuschalten. Um sie dir zu geben. Ja, praktisch, um sie dem Emittenten zu geben. Wir hatten dann Spaß damit mit den Gap-Risiken, das ist richtig. Aber letztendlich bin ja dafür da, um nicht den Emittenten zu schützen, sondern ihnen zu sagen, wie sie am besten diese Produkte anzuwenden haben bzw. verwenden können. Und das ist einfach letztendlich den Knockout so eng wie möglich an dem Stop-Loss zu setzen. Wenn 11.300 der Stop-Loss ist, gut, der nächste Endlos-Turbo ist in diesem Fall eben bei 11.245 in diesem Fall. Ein bisschen weit weg, aber das liegt einfach, haben wir heute nachimitiert. Da werden es morgen sicherlich weitere Knockouts in Richtung 11.300 imitieren, einfach weil wir hier heute recht stark waren und über die 11.300 heute gegangen sind. Also wenn es geht, so weit wie möglich den Knockout am Stop-Loss setzen. Das kann man in diesem Fall für dieses Mal nicht, weil wir den nächsten haben bei 11.245. Deswegen muss ich einen Stop-Loss eingeben in meinem Broker, in meiner Online-Bank von in diesem Fall 88 Cent. Wenn wir bei 11.300 sind, notiert eben dieses Produkt bei 88 Cent.
circa, das muss ich eingeben, wenn ich diesen Trade machen will, 11,450 rein, da kostet das Produkt 2,36 Euro, momentan kostet es 1,85 Euro, mit Ziel 11.900 in etwa, dann kostet das eben 7 Euro das Produkt. Das kann ich alles im Vorhinein alles schön eingeben bei meiner Online-Bank, ohne jetzt den Markt permanent zu verfolgen, zu verkaufen, Einzug ist Stop-Buy-Order. Das sind die Möglichkeiten, die man meinen Online-Brokern gibt, und das sollte ich auch durchaus nutzen. Und dieses Tool hilft einem eben, diese Kurse, die ich brauche, um sie einzugeben in meine Plattform, hilft mir eben dieses Tool, diese zu berechnen. Inkludiert haben wir hier ein Risiko-Money-Management-Tool, mit dem ich meine Risiken entsprechend der Risiko-Money-Management-Kennzahlen, die ich eingeben möchte, begrenzen kann oder aussteuern kann. In diesem Fall haben wir hier 1% von 20.000 Euro. 20.000 Euro ist mein Trading-Kapital. In diesem Fall kann auch 10.000 oder 30.000 Euro eingeben. Und wenn ich für diesen Trade und ich glaube, mehr als 1%, Sebastian, sollte man für diesen Trade, du hattest es ja auch erwähnt, nicht riskieren, dann habe ich eben 300 Euro Verlustpotenzial, welches ich hier beimessen will, wenn eben die Stop-Loss-Schwelle erreicht wird. Dann rechnet mir dieses Tool automatisch eben aus, dass ich nicht mehr als 202 Stücke kaufen darf. Wird einfach berechnet, Einstieg 2,34 Euro, abzüglich des Stop-Loss komme ich auf ca. 1,50 Euro. Multipliziert mit 200 Stücken bin ich eben bei dem Verlust von 300 Euro maximal. Das ist eben eine schöne Möglichkeit, indem ich sehr, sehr viele Schritte, die ich in meiner Trading-Analyse und in meiner Trading-Strategie brauche, auf einen Blick mir anzeigen lassen kann. Und hier noch eine Möglichkeit, Sie wählen sich Ihren jeweiligen Broker aus, DRB, Consorsbank, Comdirect etc., gehen dann auf Kaufen und werden dann automatisch weiterverlinkt. Zu Ihrem Broker müssen Sie nur noch Ihre Daten eingeben und dann wird diese WKN, die Sie hier sehen, automatisch mitgegeben. Stückzahl, das hatten wir jetzt auch schon, da wir gerade dabei sind, hatten wir mal geprüft, aber das können wir derzeit nicht geben, weil es ein paar gefragt haben von Ihnen, kann ich nicht auch die Stückzahl gleich mitgeben in meine Trading-Maske, das geht momentan, das geht nicht so einfach, also diese Verbindung zwischen externen Plattformen und dem Broker funktioniert auf heutiger Technologie nur mit der Weitergabe der WKN und nicht der Stückzahl, da gibt es einfach noch keine Schnittstelle. So viel zum DAX, was den Long Trade angeht. Eine andere Möglichkeit ist es, gut, du hattest erwähnt, ich will es jetzt nicht zu ausreizen, weil wir natürlich auch noch auf Aktienpaar kommen wollen. Eine Möglichkeit hier bei 11.800 aus heutiger Sicht, ja, also nach einer kleinen Dip, der woher auch immer kommt, auf einem starken US-Dollar Euro-Kurs oder aus Saisonalitätsschwankungen aus China etc., wenn wir in Richtung 11.800 gehen sollten, hier eine schöne Möglichkeit, ist nicht der Stop-Loss, sondern als Einstieg zu sehen, bei 11.800 einen Long-Einstieg zu wählen. Ich kann es hier entweder über die Schieberegler, wenn ich ungeduldig bin, und das bin ich jetzt gerade, einfach auch hier schnell eingeben. Mit einem schönen Ziel, das ist ja eher auch mal ein längerfristiger Trade in Richtung 11,9 oder auch All-Time Highs, durch auch bis Jahresende können wir die sehen, wenn wir hier bei 11.800 Punkten, ich mache es mal wieder größer, drehen sollten. Aber da bin ich kein großer Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Fall von einem Endlos-Turbo, weil die Stop-Loss-Schwelle mir einfach zu weit weg ist. Und Sebastian hat es eigentlich recht schön erzählt oder aufgezeigt, bei unter 11.800, unterhalb der 200-Tageslinie, ist eigentlich sehr, sehr wenig, was den DAX noch zum Aufhalten bringen kann. Und diese 800-Punkt-Durststrecke ist mir, auch wenn ich jetzt hier ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis von 2 mir anzeigen lasse, wenn wir als Ziel die All-Time Highs wirklich als Maßgabe setzen sollten oder setzen in diesem Fall, würde ich dann eben sprechen, hier 800 Punkte nach unten Risiko, aber 1600 Punkte nach oben Chance. Kommen wir rein theoretisch, mathematisch auf ein Chance-Risiko-Profil von 2. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir uns alle mal in uns hineinblicken, wenn wir mit 1 oder 2% Risiko hier reingehen bei 10.800,
mit einem Turbo und gehen tatsächlich in Richtung 10.000. Ich glaube, der eine oder andere nach 800 Punkten, die einem gegeneinlaufen, ist wahrscheinlich in diesem Feld, in dieser Region längst schon rausgegangen. Deswegen bin ich da kein großer Freund von sowas, von einem Turbo-Zertifikat bei so langen Durststrecken, bei so langen, so einem großen Unterschied, Einstieg zum Stop-Loss, sondern hier sollte man doch eher mit einem Call-Optionsschein hantieren, um 11.800 einen Call-Optionsschein long mit Laufzeit mindestens Dezember diesen Jahres, eher Januar, Februar nächsten Jahres, durchaus 11.800, vielleicht auch 11.000 den Call-Strike, den Basispreis des Call-Optionsscheins nehmen, um hier zu profitieren von einem Long-Einstieg. Dann bin ich einfach auch deutlich entspannter, weil auch wenn es gegen mich läuft, ich kann niemals mit einem Call-Optionsschein so viel verlieren wie mit einem Turbo-Optionsschein, mit einem Turbo-Zertifikat, wenn er 800 Punkte gegen mich läuft, dann bin ich voll dabei mit einem Delta von 1, mit 800 Punkten, die gegen mich laufen bei einem Call-Optionsschein, ist dieses Verlustpotenzial deutlich minimiert. Deswegen bei so einem Szenario lieber mit einem Call-Optionsschein rumhantieren. Bevor wir jetzt zur Aktie kommen, gehen wir nochmal schnell zum Euro-Dollar. Also hier die Maßgabe, ein Short Trade in Richtung Parität. Wenn wir, ich mache es hier mal wieder über dieses Kreuz, Fullscreen, mache ich es größer, weil es dann doch viele Informationen auf einem kleinen Desktop. Das wird dann alles zu kleinteilig. Deswegen immer mal wieder diese Funktion des Fullscreens nutzen. Also beim Einstieg, Sebastian hat den Einstieg von 1,08 Also favorisiert. ich würd schon warten, bis er da drunter geht, also bis unter dieses letzte Tief, das wir da gesehen haben, ja. Hier das letzte Tief waren circa bei 1,08. Setzen wir es Genau. ungefähr in dieser Region von 1,87. Gut, die Frage ist natürlich jetzt in Stop-Loss, wo würdest du in Stop-Loss setzen, Sebastian, deine Einschätzung? Ja, hast du schon das Niveau, also das kannst du schon ziemlich schnell sehen. Also wenn dieser Ausbruch nach unten wieder direkt zurückgenommen wird, dann haben wir da ein Fehlsignal. Und das wäre relativ schnell zu sehen, weil entweder rutscht dann da gleich nach unten durch, was ideal wäre, das muss das Ziel sein, das Trading-Ziel sein, und ansonsten gleich wieder wegwerfen die Karten. Wie beim Pokern, wenn man ein schlechtes Blatt hat, weg damit. Sehr guter, schöner Vergleich. Nein, und das kann man eigentlich ein schöner Trade, den man durchaus mit dem Turbo-Zertifikat machen kann. Aber auch hierbei Turbo-Zertifikat gehen wir kurz nochmal diese Trading-Strategie durch. Also Stop-Loss von in etwa 1,0 oder 1,10 circa in diesem Bereich. Long-Einstieg bei etwas unter 1,08, Short-Einstieg mit in Richtung maximal der Parität. Der nächste Knockout ist in diesem Fall bei 1,1126, den wir momentan imitiert haben. Sind wir auch nicht so weit entfernt, die anderen sind einfach rausgenockt. Da muss ich dann mit einem Stop-Loss berechnen, mir wiederum dieses Tool automatisch 1,19 Euro. Wenn wir bei 1,10 sind, eine 1,1126er Knockout Short auf Euro-Dollar kostet eben in diesem Fall 1,19. Einstieg ist 3,22 Euro, notiert dieses Produkt bei etwas 1,08, bei 1,0785. Kursziel entsprechend 11 Euro und auch hier wieder die Money Management Regel 1% beispielsweise von 20.000 Euro, wenn ich 20.000 Euro Tradingkapital habe, maximaler Verlust 200 Euro und hier die Möglichkeit maximal 100 Stücke zu investieren in diesem Fall. Aber auch neben dem Turbo-Zertifikat bin ich bei so einem Szenario, gerade wenn wir noch deutlich nach unten tendieren, im Markt abverkauft wird, dann steigt immer die Volatilität von Optionsscheinen. Das ist praktisch eine Gesetzmäßigkeit und da wäre ich ein großer Freund davon, auch hier mit dem Put-Optionsschein zu hantieren, weil es einfach von der Volatilität profitiert. Also bei unter 1,08 auch gerne mit einem Put-Optionsschein. Laufzeit auch ein paar Monate zu wählen, nicht zu kurz fristig, weil einfach dann ja sehr, sehr schnell der Zeitwertverlust greift. Deswegen immer ein bisschen länger, längere Laufzeiten wählen. Die sind zwar teurer, aber ich mache das vor allen Dingen deswegen, weil ich ja zwischendrin auch diesen Put-Optionsschein verkaufen kann. Also wenn ich jetzt Ziel habe,
auf Dezember so ein Trade zu machen, dann vielleicht Januar, Februarlaufzeiten 2016 wählen, aber dann im Dezember auch verkaufen, bevor es dann im Januar, Februar, denn da ist der Zeitwertverlust besonders hoch, die letzten paar Wochen vor Laufzeitende des Produktes, da vorher verkaufen. Das ist ein ganz großer Hinweis, den ich immer wieder gebe und auch heute mitgeben möchte. Kommen wir zur Aktie, Sebastian. Ich glaube, wir haben jetzt genügend zu DAX und Euro-Dollar berichtet. Ich schaue nochmal parallel, ob es Fragen gab. Aber ich glaube, wir widmen uns noch eine Aktie, die du uns vorstellen möchtest. Genau, das ist Daimler. Daimler, ich mache es mal einfach ein bisschen schneller, ja. Also ich überspringe mal ein paar. Das war jetzt einer zu weit. Da haben wir es. Die Social Media Kanäle wie Twitter, Facebook nutzt du auch, weil gerade einer fragt danach, ob du auf Twitter bist. Ich denke mal nicht, ne? Nur Guidance. Noch nicht, aber das kommt demnächst alles. Ja. Also Kommt das nicht. Also du kommt machst. noch alles, aber wir machen es immer, wenn wir was machen, wollen wir es auch ordentlich machen. Ja, sehr gut. Nicht nur so nebenbei, das ist immer, ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man einen Twitter-Account hat und dann nichts twittert. Ja. Also da muss man sich ja dann auch ein bisschen Zeit für nehmen. Und wir momentan programmieren wir eine neue Datenbank bei Primecoins Plus, wo dann viele tolle neue Auswertungsmöglichkeiten jetzt kommen werden in den nächsten Monaten. Da haben wir einige Bausteine, es kommen noch neue Handelssysteme. Und das hat momentan noch Vorrang vor den ganzen Social-Media-Kanälen. Also wir scheinen hier einen Profi zu haben unter uns. Gibt einen, der hatte auf Twitter in kürzester Zeit 2000 Follower. Respekt, sage ich nur. Respekt. Das Okay, ist mal eine Benchmark, Sebastian. das ist sehr, sehr gut, ja. Wir haben Daimler, also das ist die Daimler-Aktie und wir sehen, haben diesen starken Anstieg gesehen, bis in diesem Bereich von ja, zwischen 94 und 96, sind hier im Endeffekt ausgebrochen über diese alten, über diese Sommertops, haben hier die Kaufsignale generiert und konsolidieren jetzt diesen Anstieg im Endeffekt wie im DAX, mit dem Unterschied, dass wir hier den Trendkanalausbruch bei Daimler noch nicht hatten. Aus dieser interpretieren wir das als Flagge, also dann hätten wir hier von diesem Anstiegsniveau, von diesem Ausbruchsniveau bis zu dem Top ein Potenzial bis 110, aber auch wirklich erst traden, wenn der Ausbruch da ist. Also Trendfolgen, klarer trendfolgender Ansatz bei Kursen über 82 im Endeffekt, weil Daimler ist natürlich, die Autobauer hängen natürlich sehr, sehr stark an den chinesischen Märkten, das ist schon klar. Wenn man sich das anschaut, ist Deutschland ungefähr so, dass 6,6% der Ausfuhren insgesamt nach China gehen. Und alleine Daimler macht beim Umsatz in China 2014 haben sie, muss ich schnell nochmal nachschauen, 18% aller PKWs der Marke Mercedes wurden in China abgesetzt. Und das sind natürlich ganz andere Zahlen. Also die DAX-Werte hängen wesentlich stärker an China als jetzt Gesamtdeutschland wirtschaftlich betrachtet. Und da ist natürlich, dass es hier natürlich nochmal zu, wenn es in China zu Verwerfung kommt, was wir ja anfangs gesehen haben, also wenn diese 3.500 unterschritten werden, dann wären auch nochmal hier bei Daimler möglich, dass wir hier nochmal untere Trendkanalkante testen. Aber auch da hätten wir eine Buy-and-Dip-Gelegenheit. Wenn wir uns das Marktprofil anschauen, haben wir hier eine starke Unterstützung bei 70. Also kurzum, Daimler zwei Bereiche finde ich interessant. Einmal den Ausbruch kann man trendfolgend handeln, mit engem Stop-Loss bitte. Und einmal natürlich den Test hier von der 70er-Zone. Wenn wir hier nochmal runterkommen, dann kann man hier Buy-and-Dip machen. Daimler ist einer der schlechtesten Werte, der DAX-Werte in den Monaten August, September. Deswegen durchaus ein bisschen vorsichtig damit agieren. Das können wir uns auch nochmal schnell einmal in der Jahrestendenz anschauen. Also wenn Sie das mal raus haben, geht das mit Primecoins Plus ganz schnell. Da sehen Sie, dass Daimler hier sehr, sehr schwach tendiert, tendenziell in den Monaten August und September. Und dann erst auch wieder DAX auch Anfang Oktober dann zur Jahresende Rallye übergeht. Also da muss man wirklich nichts überstürzen. Deswegen auf die Ausbruchssignale warten, wenn man long gehen will. Ansonsten hier unten Buy on Dip. Ansonsten gilt auch wieder hier das gleiche. Schwacher Euro würde Daimler helfen, würde die Aktie unterstützen und würde es möglich machen. Wir sehen im breiten Bild Anstieg, Konsolidierung in Form einer Flagge. Alles bullish, es fehlt der Ausbruch oder es fehlt hier unten die Chance, auf ein billigeres Niveau zuzugreifen.
Interessant, wir hatten jetzt hier gerade einen Hinweis von einem Teilnehmer, dass er nur den Startbildschirm sieht, also nicht deinen. Aber ich sehe deinen Schirm, ich hoffe alle anderen auch. Handelt sich vielleicht nur Screen ist okay, lese ich jetzt von einem anderen, okay, dann ist es nur ein individuelles Problem, dann passt. Danke für die Antwort. Also ja, gut, du sagst es, ne? Ich meine, Daimler natürlich sehr, sehr stark abhängig von den chinesischen Märkten. Das sieht man ganz klar, sagen wir eben permanent auch unsere Fundamentalanalysten, obwohl man denen ja zumindest in hier in der technischen Analyse-Show, nenne ich es mal, nicht gerne zuhört, aber ganz klar ein wichtiges Thema. Deswegen sagst du, hier Ausbruch abwarten, weil dann spricht der Chart ganz klare Bände und dann kann man dem Chart auch durchaus trauen. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen. Das Schwierige ist ja, wir als Anleger hier in Deutschland, wir tun uns ja schwer damit, das abzuschätzen. Was ist jetzt das Potenzial von Daimler in China? Was passiert da eigentlich? Wem verkaufen die überhaupt Autos und wie viele Leute kaufen die? Wenn man die Zahlen mal umrechnet, dann hat Daimler im letzten Jahr, also 2014, jedem 4.668. Chinesen einen PKW ausgeliefert. Potenzial noch. Und natürlich müssen wir jetzt berücksichtigen, dass man, um das auf Deutschland, wo es jeder 297. sich ein Daimler-Fahrzeug gekauft hat, muss man natürlich berücksichtigen, dass wir mindestens 6 Chinesen, also rein wirtschaftlich betrachten, um auf das BIP zu kommen von einem Deutschen. Und dann sieht man so, dass Daimler im Endeffekt jedem, wenn wir es übertragen würden auf Deutschland, würde das bedeuten, dass Daimler dort jedem 778. einen PKW ausgeliefert hätte. Und das ist schon noch Potenzial. Also das ist trotz Krise hin oder her, die Zahlen können da durchaus noch wachsen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, wenn da jetzt wirklich in China nicht alles aus dem Ruder läuft, aber dass wir dann auch, wenn die Zahlen dann nächstes Jahr präsentiert werden, wieder, dass es dann auf einmal heißt, hey, ups, so schlecht war es ja jetzt doch nicht. Also da ist jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Skepsis auch schon drin. Man muss dann natürlich immer abwarten, man weiß es nicht, weil es ist eine kleine Blase, die da auf jeden Fall geplatzt ist. Es wurde viel auf Kredit gekauft, aber es ist die Frage, liegt es eher daran, dass wir da dort dieses Problem haben, dass Aktien auf Kredit gekauft wurden, wo man jetzt nervös wird, oder liegt es tatsächlich daran, dass die wirtschaftliche Verfassung so, so schlecht ist? Und dass die so, so schlecht ist, also da sehen wir ja immer noch positive Wachstumsraten und das Niveau wird ja auch höher in China. Also da mahne ich schon ein bisschen zur Vorsicht, das sollte man jetzt auch nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. Gut, Sebastian. Also Daimler, hier noch eine Möglichkeit, die ist aber erst, ja, können wir uns so ein bisschen auf die Watchlist legen. Ist jetzt noch kein Genau. dringender Handlungsbedarf, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist ja immer an der Börse so. Ich muss ja gucken, was passiert, wo sind die Werte am nächsten Tag interessant oder am nächsten Monat oder wo kann in den nächsten Wochen was passieren. Wenn ich immer so tagtäglich da hin und her springe und jetzt schaue, oh, jetzt habe ich hier einen Ausbruch und so völlig planlos hin und wieder agiere, dann wird das auf Dauer nichts. Also das ist auch meine Erfahrung. Ein bisschen Planung da rein, ein bisschen sich was schon zurechtlegen, was mache ich, wenn es da und da ist und dann ist das eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, das Und unterscheidet da uns auch unterscheiden. und Ja. die Teilnehmer, die hier ja unterwegs sind, so Berufstätige und Vielbeschäftigte, die ja gerade auf Sicht sich immer wieder Basiswerte auf die Watchlist legen wollen und schauen wollen, was passiert in den nächsten Tagen. Das unterscheidet uns eben von den Heavy Tradern, die 10, 20 Trades am Tag machen. Deswegen ist so eine Vorgehensweise natürlich sehr, sehr gut bei uns angelegt. Das So, dann passt ja. blende ich nochmal hier schnell einmal den Gutschein ein für alle, die noch nicht angemeldet sind. Wer schon einen Account bei uns hat, bitte sonst, wenn da irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, bei uns melden. Alle, die noch keinen Account bei uns haben, also keinen kostenlosen, die können unter diesem Link diesen Gutschein nutzen. Das kann ich auch nochmal zeigen. So viel Zeit haben wir ja noch. Sebastian, hier die Möglichkeit, genau, Gutscheincode bis Ende des Jahres, ja, nicht? Im Kann der Notfall. eingelöst werden, genau. Genau. Dann kommen Sie unter dem Link kommen Sie dann auf diese Seite. Und da können Sie noch mal ein bisschen was lesen über Prime Coins Plus, was wir alles so bieten und welche Downloadmöglichkeiten man hat. Und dann einfach hier unten in diesem Feld Gutscheincode, muss auch gar nicht groß geschrieben werden, DZ Prime 23. Und wenn man dann rausgeht, dann geht der Betrag auf 0 und man kann das bestellen. Also Sehr schön, sehr schön. kostet nichts. Gesponsert von Primecoins und der DZ Bank hier die Möglichkeit. Doch dieses Tool,
Und wir wollen sie animieren, dieses Tool wirklich zu nutzen. Denn ab und an in den letzten Wochen hatten wir es und wir werden es auch wieder machen. Wir werden immer wieder reingehen mit ihnen zusammen, aber wir wollen sie natürlich auch animieren, selbst diese Plattform zu nutzen, diese Möglichkeiten zu nutzen, den Markt zu screenen, zu analysieren, besser zu verstehen. Neben Guidance, wo wir verschiedene Analysemethoden, zum Beispiel den COT-Report integriert haben. Das wäre doch mal was für dich, Sebastian, für langweilige Sommermonate, wenn du nichts anderes zu tun hast. Bevor du dein Kind sich feierst, kannst du nochmal einen COT-Report integrieren bei dir. Nein, Spaß beiseite. Nein, man kann natürlich auch nicht alles machen, muss sich fokussieren. Das machst du schon sehr gut. Nein, Wünsche sind immer willkommen, auch wenn die Kunden Ideen haben, das nehmen wir immer gerne auf. Ich meine, darum geht es, ja. Sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen, schnell Informationen zu finden, nicht immer tagtäglich so viele Stunden damit zu verschwenden, dass man erst Informationen suchen muss, sondern es muss alles griffbereit sein. Und das ist das Ziel und das ist noch ein weiter Weg, bis es so perfekt ist, wie ich mir das alles vorstelle. Aber wir haben da natürlich schon ein gutes Stück geschafft, ja. Und das wollen wir den Kunden einfach abnehmen. Warum soll sich jeder die Research-Arbeit selber machen? Das ist ja dann auch Quatsch. Das ist ein guter Punkt, ja. Deswegen machen wir das Ganze hier. Und du stehst natürlich wie alle anderen unseren Referenten von der DZ-Bank, Dirk Oppermann, Armin Kremser, aber auch die Trading-Experten, Ingmar Königshofen, Stefan Feuerstein, immer zur Verfügung in Guidance, auch für Fragen auf die entsprechenden Analysen. Fragen sind, Sebastian, durchaus mal. Und du hast es erwähnt, Hinweise, wie kann man PrimeQuants noch ein bisschen verändern, verbessern, was ist noch gewünscht, gerne eine E-Mail an PrimeQuants schicken. Damit würde ich sagen, Sebastian, vielen Dank. Ich habe zu danken. Eine Frage habe ich noch offen, beziehungsweise nicht ich, sondern ein Teilnehmer, der Christian, zum Thema US-Zinsen schwacher Euro. Sei so gut, beantwortet diese doch nochmal schriftlich in Ruhe. Und ab morgen finden Sie alle Fragen und Antworten, die es heute erstaunlicherweise nicht gab, oder beziehungsweise diejenigen, die kamen, die haben wir so gut es ging mündlich beantwortet. Ansonsten diejenigen, die wir jetzt mündlich nicht beantworten konnten, und alle anderen auch, stellen wir morgen in Guidance rein. Kamen nicht viele Fragen, Sebastian, das ist gut, dann haben Sie die alle gespannt zugehört. Das ist ja auch mal ganz gut. Schön. Dann kann ich ja jetzt an Chiemsee fahren. Ja, ich wollte es gerade sagen. Vielleicht haben sie auch aus Respekt zu dir, ja, zu deinem heutigen Abendprogramm. Wir wünschen dir viel Spaß heute Abend. Ihnen auch selbstverständlich noch eine gute Woche. Und nächste Woche sind wir vorerst das letzte Mal da, bevor wir insgesamt eine Woche in einer verdienten, hoffentlich Sommerpause sind. Also letzte Woche nochmal, am 17. August, schon mal der Hinweis, haben wir frei, Sommerferien für uns, eine Woche immerhin, dann am 24. August wieder. Aber so früh ist es noch nicht, dürfen wir uns noch nicht freuen. 10. August hören wir uns das nächste Mal, dann wieder mit der Trading-Gruppe. Ja, Sebastian, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank. Servus. Ciao. Du bist so gut, du beantwortest nochmal die Frage, nicht? Nicht, dass es untergeht. Danke dir. Oder bist du schon auf dem Weg zum Chiemsee? So gut wie. Ich lunche schon. Sehr gut. Ciao.